Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Alemannia gegen Paderborn 2. Ich begrüße beide Trainer für die Vereine. Zu meiner Linken Dennis Schmidt für die Gäste, zu meiner Rechten Heiner Backhaus. Und bitte den Gästetrainer wie immer um seinen Kommentar zu und nach diesem Spiel. Bitte schön. Hallo in die Runde. Glückwunsch an Heiner, Glückwunsch an Verein zum Sieg. Hat riesengroßen Spaß gemacht, vor der Kulisse zu spielen. Ich glaube, es war ein gut anzuschauendes Spiel. Wir sind natürlich ganz, ganz schlecht reingestartet, nach 3 Minuten gleich durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand geraten. Dann hat man schon gemerkt, die erste Viertelstunde hat die Alemannia extrem hoch angelaufen, haben uns versucht extrem zu pressen. Wir haben dann viele Chipbälle auf unsere beiden großen Stürmer gespielt. Da waren dann immer 1-gegen-1 Situationen in letzter Linie. Hatten heute aber nicht diese Qualität wie sonst, dass wir da auch die Bälle festmachen und dann über den Flügel auch wieder auflösen. Das hat die Alemannia dann gut gemacht. Ich glaube, so nach 20 Minuten haben wir es ein bisschen besser in den Griff bekommen, ohne dass wir eine riesen Torschance hatten, weil wir heute über die gesamte Dauer einfach extrem unsauber im letzten Drittel waren. Laufen einmal ins Abseits, wo Bravo Sanchez auf Lotto steckt. Da läuft er völlig blank aufs Tor und dann natürlich im Stile einer Spitzenmannschaft mit einem Freistoß aus 20 Meter dann mit dem Halbzeitpfiff das 2-0 gemacht. Das waren schon zwei Zeitpunkte, die uns wehgetan haben. Trotzdem wussten wir in der Halbzeit, dass ein 2-0 schon auch ein unangenehmes Ergebnis ist, weil das gibt dir das Gefühl von einer Sicherheit. Und trotzdem wird es dann brandgefährlich, wenn du, egal wann, auch in, so wie wir es jetzt hatten, in der 88. das 2-1 machst, dann brennt es nochmal. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Wir haben ein bisschen angepasste Halbzeit, haben einen sehr, sehr guten Spielaufbau gehabt. Aber es blieb dabei, dass wir einfach zu unsauber im letzten Drittel waren. Wir hatten 3-4 Aktionen, wo wir relativ blank auf die Kette gelaufen sind und immer den letzten Pass schlampig gespielt haben, schlampig geflankt haben. Dann hat man eine riesen Torschance mit Bravo Sanchez, die haben wir auch nicht gemacht. Und das ist dann in Summe zu viel, um gegen einen guten Gegner zu gewinnen. Trotzdem ist natürlich das Allerwichtige, dass die beiden Jungs, die ins Krankenhaus gekommen sind heute, hoffentlich beide ganz, ganz schnell wieder gesund werden. Das hätte keiner gebraucht heute. Sehr, sehr schade. Es tut mir leid für die Jungs. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute für einen weiteren Verlauf und Dankeschön. Ja, vielen Dank. Heiner Backhaus, bitte. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich brauche das Spiel nicht nochmal analysieren taktisch, weil das war für uns heute ein Tag, der erstmal geprägt war davon, dass Bad Meulenberg heute im Stadion war, ein Idol im Verein, der heute hoffentlich viel Geld noch einsammeln wird, jetzt auch mal gerade an die, die das im VIP-Raum oder in den Logen da oben verfolgen, dass da gesammelt wird. Ich glaube, das stand über allem heute. Und der zweite unschöne Moment war natürlich die Verletzung vom Aldin. Das war auch für mich das erste Mal, dass der Spieler weinend wegkam aus der Aktion. Wir haben dann einen kurzen Kreis gemacht, haben gesagt, der Junge hat sich hier komplett für uns hingehalten und jetzt müssen wir einfach für ihn den Meter mehr gehen. Aber es ist ein Junge, der hier groß geworden ist, der hier eine Riesenzukunft hat und der uns natürlich auch sportlich fehlt. Aber das ist jetzt das Zweitwichtigste. Wichtigste ist erstmal zu wissen, was er hat, dass er vor allen Dingen im Kopf stabil bleibt. Weil wenn du sowas als junger Spieler da hast, da denkst du ja an alles, außer an, da geht es ja dann auch um so Existenzängste. Wie geht es weiter? Ne? Schaffe ich mein Ziel noch zu erreichen? Deswegen will ich auf diesem Weg erstmal sagen, Aldin, egal was ist, solange du nicht wieder gesund bist, wird auf der Position auch kein anderer Spieler verpflichtet. Das ist jetzt mal einfach hier auch ein Appell an uns. Wir müssen da zusammenhalten, denn das, möchte ich jetzt mal sagen, war heute Alemannia Aachen. Auch die Spieler, die am Ende auf dem Platz waren, haben zum Teil in komplett anderen Positionen gespielt, haben uns dann auch angepasst an Paderborn. Mussten wir auch, weil die Qualität haben wir heute nicht gehabt, um da durch Fußball zu spielen, sondern mussten es wirklich mit allem Tropfen Benzin, die im Tank waren, gewinnen, das Spiel. Und das haben wir geschafft. Und das vierte hintereinander jetzt. Und jetzt muss es so weitergehen. Und jetzt muss es nach Bocholt gehen. Und das muss eine schwarz-gelbe Karawane nach Bocholt werden, weil nur dann können wir es schaffen, auch da zu gewinnen. Und da werden wir uns jetzt schön die Wunden lecken, werden uns gut regenerieren, werden das Spiel gründlich analysieren und vor allen Dingen noch enger zusammenrücken jetzt für Aldin auch.
und Bart auf diesem Wege. Wir kennen uns nicht persönlich, aber deine Geschichte ist schon herzerreißend und ich hoffe, wir sehen uns gleich oben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an den Trainer. Fragen aus dem Auditorium. Christoph Pauli, bitte, Mikro ist da. Ja, daran anknüpfend direkt Frage an beide Trainer. Gibt es eine Rückmeldung aus den Krankenhäusern von Ihrem Patienten? Nee, wir haben noch keine Rückmeldung. Also ich glaube, auf eine Gehirnerschüttung ist auf jeden Fall, hat leider auf dem einen Ohr nichts mehr gehört. Deshalb hoffen wir da, dass nichts Schlimmeres passiert ist und drücken die Daumen. Ja, und ich habe mit Aldins Vater gesprochen. Der Junge ist gerade in der Notaufnahme. Noch keine weiteren Diagnosen. Weitere Fragen? Holger, bitteschön. Holger Richter. Herr Backhaus, was aufgefallen ist, dass es ein Spiel war ohne viele große Torchancen, auf beiden Seiten nicht. Aber trotzdem macht die Alemannia aus 3 Chancen 2 Tore. Gestiegene Effizienz, wie haben Sie das hinbekommen? Oder wie bekommt man das hin? Also ich, seit Tag 1 meiner Amtszeit werbe ich dafür, den Zusammenhang zu erkennen zwischen Sprints gegen den Ball und Kreierung von eigenen Torchancen. Weil auch heute das erste Tor fällt wieder nach Pressing, Ballgewinn, Flanke, Tor. Diese Räume mit dem Ballbesitz zu finden, auf immer schlechter werdenden Böden, weil der Boden war heute auch nicht so gut, dass auch Paderborn heute trotz ihrer spielerischen Überlegenheit da viele Räume gefunden hat. Das musst du immer mit rechnen, dass Fußball ein Fehlerspiel ist und wir wollen diese Fehler bestrafen erstmal. Und das hat schon ein bisschen, hat was von Gehirnwäsche, weil wir zeigen jeden Morgen immer wieder aus Trainingseinheiten verweigerte Laufwege oder nicht im Vollsprint gemachte Laufwege. Und wir zeigen permanent, wenn wir den Ball nach Ballgewinn nach hinten spielen, weil da steht das Tor nicht, nur das eigene. Und wenn man das macht, dann in der Regel hat man durch Fleiß, durch Tugend automatisch mal den Ball vor dem Tor beim Gegner. Zwar nicht durch 15 eigene Pässe, aber vielleicht durch eine Balleroberung. Und das ist ja einfacher. Nur das ist halt ganz, 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 ganz viel damit zu tun, das zu akzeptieren als Spieler. Weil wir Spieler sind alle faul. Ich war ja auch Spieler. Arbeit gegen den Ball, Sprinten ohne Ball, das ist ja nicht, was wir so mit der Muttermilch kriegen, sondern das muss man lernen wollen. Und das wollen wir hier nie ein Problem. Deswegen haben wir, glaube ich, jetzt auch diese kleine Serie. Aber die muss genauso weitergehen. Und da ist immer das Kernthema, diese Demut vor dieser Spielweise. Wenn du meinst, du bist 1% besser, als dass du nicht diese Sprints mehr machst, dann geht das sofort nach hinten los. Und so haben wir wenig zugelassen. Ich glaube, vorne hatten wir auch nicht so viel, weil wir heute auch nicht in Topform waren auf einigen Positionen. Ich glaube, Eli Ramay kann viel besser spielen, Chappi kann besser spielen, Toni hat gut gespielt. Aber das reicht dann nicht, um dann auch mehr Chancen zu kreieren. Und da gebe ich Ihnen recht, eine gute Mannschaft zeichnet aus, dass man dann aus wenig viel macht. Und das haben wir gemacht. Vielen Dank. Weitere Fragen? Christoph Pauli noch einmal, bitte. Ja, nur eine Orientierungsfrage, Herr Schmidt. Es hat eine rote Karte, ich glaube, für Ihren sportlichen Leiter gegeben. Können Sie uns ein bisschen aufklären, was die Vorgeschichte war? Ich glaube, wir waren nicht so ganz einverstanden mit der Nachspielzeit und haben dann die Coaching-Zone verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann immer direkt die rote Karte zeigen muss. Ich glaube, ein bisschen Fingerspitzengefühl und eine gelbe hätte es auch getan, weil ansonsten war es, glaube ich, von beiden Bänken extrem fair und respektvoll. Deshalb, ja, lass mal so stehen. Okay, das war's. Vielen Dank. Euch allen guten Heimweg, unseren Gästen alles Gute für den Rest der Saison und natürlich ebenfalls gute Heimfahrt. Tschüss und vielen Dank.